unterschiedlichen Punkten auch einer Bildungsbiografie ansetzen. Diesmal ist es so, dass ich die Aufmerksamkeit der Talentperspektive nur aber auf einen ganz bestimmten Ausschnitt der individuellen Talentförderung richtet, nämlich die mit Stipendien. Die Frage ist, wie sieht das damit aus mit den Stipendien und den Stipendiaten bei uns im Ruhrgebiet? Gibt es da unzählig viele oder ist Stipendium tatsächlich ein echtes Fremdwort in unserer Region? Dazu werden wir ganz frische, exklusive Zahlen hören heute aus einer Studie mit Fokus eben auf dem Ruhrgebiet. Und diese Ergebnisse möchten wir dann im Anschluss mit ausgewiesenen Fachleuten besprechen, mit ihnen diskutieren und vertiefen. Mit den hoffentlich möglichen Impulsen und Ideen dann aus dieser Gesprächsrunde geht es dann erstmal hinaus aus dem Plenum und hinein in Roundtable-Gespräche und Workshops, die exemplarisch Stipendienangebote vorstellen für Schüler, Studenten und auch für Berufstätige, also eine ganz breite Palette, wo es dann für Sie auch die Möglichkeit eben des Gesprächs gibt, des Nachfragens, also eine sehr intensive Informationsmöglichkeit, so hoffen wir. Und Sie konnten sich ja bei der Anmeldung entscheiden, wo Sie genau teilnehmen möchten. Und danach würden wir uns wieder hier im Plenum treffen und uns so eine Art, ich habe mir notiert, so eine Art Spezialberufsberatung für uns alle abholen, kann man ja vielleicht auch nochmal gebrauchen, und zwar vom Kabarettisten Özcan Joşar, und der behauptet von sich ganz erfolgreich aus mindestens 4 Berufen ausgebüxt zu sein. Auch daraus kann man ja vielleicht noch die eine oder andere Lehre für sich ziehen. Und das wäre, glaube ich, etwas, was unseren Gastgeber sehr freuen würde, wenn wir sozusagen extra Informationen mitnehmen, auch aus dem heutigen Tag. Begrüßen Sie bitte den Vorstandsvorsitzenden der BP Europa SE. Er ist Bildungsbeauftragter des Initiativkreises Ruhr, Herr Michael Schmidt. Bitte. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Sewindim, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier zur Fachtagung Talentperspektiven Ruhr begrüßen. Das ist jetzt die 4. Fachtagung. Und nach wie vor, so können wir mit Fug und Recht sagen, sind die Talentperspektiven Ruhr die einzige Tagungsreihe zur Talentförderung in Deutschland. Manchmal überrascht das ja schon etwas. Ich darf ebenfalls zum 4. Mal ThyssenKrupp für die Gelegenheit danken, diese außergewöhnlichen Räumlichkeiten 1,5 Tage lang für die Veranstaltung der Talentmetropole Ruhr nutzen zu dürfen. Das ist alles andere als selbstverständlich, aber es trägt viel dazu bei, einen mehr als würdigen Rahmen für das zu schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Meine Damen und Herren, diese Geschichten von erfolgreichen Bildungsaufstiegen sind es, die uns jeden Tag aufs Neue motivieren. Diese Erfolgsgeschichten treiben uns an, bei Themen, die besondere Aufmerksamkeit bedürfen, genauer hinzuschauen. Wie etwa beim Thema individuelle Förderung. Individuelle Förderung als Sprungbrett für die Bildungskarriere, darum geht es auch heute in der Fachtagung. Ob berufliche Fähigkeiten oder persönliche Neigung, immer bildet der einzelne Mensch mit seinen individuellen Potenzialen den Ausgangspunkt. Wenn wir über individuelle Förderung sprechen, führt kein Weg an Stipendien vorbei. Daher spielt heute die Diskussion über Prozesse, Methoden und Instrumente, mit denen Talente bei der Vergabe von Stipendien identifiziert und gefördert werden, ebenso eine Rolle wie die Verständigung über eine Empfehlungskultur in der Region. Gemeinsam mit Ihnen und den Experten auf der Bühne möchten wir erörtern, die Stipendien dabei unterstützen, Begabungen zu entdecken und Talente zu fördern. Wir laden Sie dazu ein, eine Auswahl an Stipendienprogrammen für Schüler, Studenten und Berufstätige kennenzulernen. Im zweiten Teil der Veranstaltung, Frau Sewindim erwähnt es gerade schon, haben Sie die Möglichkeit, sich an den Roundtables, die Sie hier an den Seiten bereits aufgebaut sehen, und in 3 Workshops davon selbst ein Bild zu machen. Erlauben Sie sich und uns heute einmal die provokante Frage, wie es eigentlich um das Empfehlungsverhalten für Stipendien bestellt ist. Schöpfen Bildungsschaffende und Lehrer an Schulen, Hochschulen oder Weiterbildungseinrichtungen das bestehende Förderinstrumentarium, das bereits da ist, voll aus? Kennen Sie überhaupt die Stipendienprogramme und wie gehen Sie damit um? Gibt es womöglich Unterschiede im Empfehlungsverhalten im Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen Regionen? Dieser Frage sowie den daraus resultierenden Handlungs- und Lösungsempfehlungen ist die Initiative für transparente Studienführung, kurz ITS, die auch das Internetportal mystipendium.de betreibt, nachgegangen. Die Stiftung Mercator hat ITS beauftragt, dies einmal zu untersuchen. Und heute stellen Dr. Mira Meyer und Alexander Gassner, beide Geschäftsführer der ITS, die Ergebnisse der Studie Stipendien Ruhr erstmals der Öffentlichkeit vor.
Und die abgeleiteten Empfehlungen aus der Studie, aber auch die Ergebnisse der heutigen Diskussion wollen wir gemeinsam aufnehmen, um die Vergabekultur für Stipendien zu verbessern und Zugänge zu erleichtern. Gemeinsam, das heißt mit der Stiftung Mercator und der Bildungsinitiative Ruhrfutur.